Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge FIFA 18 Ultimate Team hier auf dem Pixelhelden-Kanal. Tja, mit was fangen wir an? Es fällt gleich mal auf, ich habe Geld ausgegeben. Und deshalb werden wir jetzt hier mal ein bisschen was umbauen. Erstmal gehe ich hier kurz an auf den Transfermarkt und hau die ganzen verkauften Objekte raus. Hier wird noch ein bisschen was angeboten. Wir setzen neue drauf kurz. Drei haben wir noch. Nachkaufen tue ich jetzt nicht. Habe jetzt gerade keine Lust. Ah, ich hätte alle zuweisen können. Tja. Den Kollegen hier habe ich noch nie verkauft, muss ich sagen. Deshalb schauen wir jetzt mal. Was der. Ja, 1,6 können wir auf jeden Fall machen. Machen wir 1,7. 1,5, 1,7. Dann werden wir den loskriegen irgendwann. Und hier kann ich jetzt alle zuweisen, die beiden restlichen. Reed kriegt man so für 1,6, 1,8 los. Und bei Long machen wir die gewohnten 1400, 1600. So. Dann müssen wir hier einmal den Kollegen Keita auf den Transfermarkt setzen. Oh, 5000, 4000, 4000. 3, oh, 3. Dann für was haben wir gekauft? Für 2,9. Naja. Perfekt, da machen wir auf jeden Fall ein bisschen Plus. Machen wir mal für 3,5 und 4000. Dann machen wir 3,9. Und Forceback können wir nicht. Aber wir können ihn in den Verein hauen. So, ich habe nämlich einen gekauft. Und zwar hier einmal Corentin Tolisso vom FC Bayern München als Once-to-Watch-Karte. Ich hoffe einfach, dass er ein paar Informs holt. Wäre nicht schlecht, weil dann gehen seine Werte richtig geil über die 30, über die 80. Und wenn er mal 5 Werte über 80 hat, das wäre natürlich top. Und hier haben wir auch einen gekauft. Wir haben James Rodriguez als Once-to-Watch eingekauft. Und ich würde jetzt mal sagen, das sieht jetzt nicht so verkehrt aus. Oder liege ich da falsch? Ja, James hat schon einen Chemistry-Style drauf. Jetzt muss ich nur schauen, welchen. Engine, Tempo, Dribbling, Pass. Ist eigentlich nicht so verkehrt, oder? Was hat er denn für Werte? Wo kann ich die jetzt. Ach ja, links sehe ich sie ja. Dribbling, Pass. Ja, ist schon mal nicht so verkehrt. Hawk hätte ich auch drauf haben können, aber hat jetzt schon Engine drauf. Und deshalb werde ich wohl den Hawk hier auf Tolisso hauen. Verbrauchsobjekt. So, wo haben wir hier? Engine. Engine hätten wir auch. Was hat er denn für. Ja, die Werte wären eigentlich wichtiger, ne? Pass, Dribbling. Aber Schuss wäre auch gut. Falls er mal in eine Fernschussposition kommt und. Finden wir was mit Tempo, Schuss und Pass? Ich weiß gar nicht, gibt's da was? Und dann schauen wir auch auf jeden Fall nochmal kurz. Ach hier, Rodriguez kann auf jeden Fall eine Fitnesskarte vertragen. Spielerfitness. Ja, hat gute Verträge, 93 Verträge, war auf jeden Fall nicht schlecht. 190 habe ich, glaube ich, für ihn bezahlen müssen. So, und dann schauen wir doch mal, ob wir hier für Gnabry, was hat mich die Positionsänderung gekostet? Das habe ich doch bei Perisic gemacht, hat mich glaube ich 2000 oder 1500 oder so gekostet. Ja, 2000. Dann müssen wir mal schauen, ob es nicht günstiger ist, Gnabry rauszuhauen und dafür neuen Gnabry zu kaufen.
Und das machen wir jetzt erstmal. So, wo ist denn das N? Hier unten. Da haben wir ihn schon. Und dann brauchen wir ihn natürlich auf der Position des linken Flügel. Ja, wäre ich mal von der anderen Seite rangegangen. Und schauen wir mal, ob wir hier jetzt vielleicht direkt was bei 2000 kriegen. Okay, kriegen wir nix. 2,9 kriegen wir immer noch nix. 3,5 ist jetzt wahrscheinlich so die Grenze für das, was sich rentiert. Wir hätten hier einen für 3,5 mit Sniper drauf. Was hat Sniper? Schuss und Dribbling. Aber für mich wäre jetzt hier Tempo, Physis und Dribbling eigentlich interessanter. Weil Physis ist ja oder Tempo und Pass und Physis. Das wäre jetzt. Pass ist er nicht so gut. Physis ist er nicht gut. Wobei ich jetzt auch am Überlegen bin, ob ich nicht noch die Once-to-Watch-Karte von Bromar kaufe. Aber dafür haben wir jetzt kein Geld. Deshalb müssen wir jetzt schauen, dass wir hier was kriegen. Und deshalb gucke ich jetzt mal, wie sieht's denn mit Chemistry Styles aus? Was gibt's denn da alles? Ich kenne mich da auch nicht so ganz aus. Anchor. Engine kennen wir. Hawk. Hawk brauchen wir nicht. Haben wir noch einen? Catalyst. Catalyst wäre auch nicht schlecht, ne? Da hat er Pass und Tempo. Ich hätte vorher nachschauen sollen, was bringt. Hier Tempo, Schuss, Dribbling, Physis. Na. Naja, das fällt jetzt auf den ersten Anblick hier nichts auf. Deshalb schauen wir jetzt nochmal bei Gnabry. Muss ich wieder eingeben. Bei Gnabry, ob wir den jetzt, was haben wir vorher gesagt, 3,5 war der günstigste, ne? Ob wir den für 3,4, was haben wir denn da? Ach, wollte mich jetzt verarschen. Das als Mittelfeld so günstig. Tja, scheint wohl so, ne? Als Mittelfeld ist er günstig, aber als linker Flügel ist er nicht günstig. Tja, da kostet er 3200 oder was haben wir? Jetzt schauen wir einfach mal, ob wir eine günstige Positionskarte kriegen. Von linker Flügel. Linker Flügel zum mit linken Mittelfeld. Es ist ja jetzt schon abends, da sind die Preise am Wochenende eigentlich auch noch günstiger. What the hell? Hallo? Ach, weil ich falsch rum habe natürlich. Wir wollen vom linken Mittelfeld zum linken Flügel und nicht andersrum. Ja, da haben wir den Salat. Egal, komm, das kaufen wir jetzt. Okay, wir kaufen es nicht. Dann nehmen wir jetzt einfach den hier. Mir schwant jetzt, dass alle wieder weg sind. Alle vergriffen, ne? Ja, leck mich doch am Arsch. Danke, EA. Bezahlen wir die 3000 oder ich weiß nicht, was kriegen wir für Gnabry? Für Gnabry können wir vielleicht zwei, wenn es hochkommt, rausschlagen. Dann müssen wir ja immer 5% bezahlen für die Transfer. Es wird sich schon rentieren, wenn wir Gnabry verkaufen und ja, dann müssen wir, wenn wir 3, 4 hinlegen, dann zwei, ja, es hebt sich auf. Es hebt sich auf, deshalb
ist es am einfachsten, wenn ich jetzt hier den Positionsmodifikator kaufe. Für 1,7 kriegen wir den, oder? Ach komm, ich kaufe jetzt irgendeinen. Den haben wir. So. Und dann spielen wir jetzt eben Toli so am Anfang einfach mal ohne Chemistry Style. In der Hoffnung, dass es trotzdem hinhaut. So, haben wir jetzt hier überall volle Fitness. Volle Fitness haben wir. Verträge haben wir auch. Dann suchen wir mal. Ach, das kann ich hier nicht in Mannschaften suchen. Das kann ich hier nur bei den Online suchen. Ja, was haben wir denn noch? Wir haben 5 verbleibende Spiele und wir brauchen noch 4 Punkte. Mit einem Punkt wären wir beim Aufstieg, mit 4 Punkten wären wir beim Titel. Aber wir wollen natürlich den Titel, gibt mehr Kohle. So. Wir suchen. Wir haben was. League A. Aber die Latenz ist nicht gut. Da habe ich Angst, dass es wieder leckt, wie letztes Mal, als mir die Aufnahme dadurch mehr oder weniger versaut hat. Deshalb suchen wir lieber nochmal neu. Die 2 Minuten, was es länger dauert, vielleicht warten wir. Tja. Der Kollege schaut hier gar nicht auf die Latenz, ne? Aber wir schauen drauf. Suche Gegner. Ah, verstehe jetzt nicht. Um die Zeit müssten doch eigentlich ziemlich viel online sein, oder? Samstagabend. Der hat grün jetzt da. Das nehmen wir. Das nehmen wir. So. Jetzt schauen wir mal, was wir bieten können. Tja, das ist jetzt eben das gewohnte Bild anfangs. Es sind sehr, sehr viele mit Leihspielern unterwegs. Die kriegt man teilweise durch die Sonderedition. Die habe ich kriege jede Woche 3 Leihspieler, glaube ich. Und einer davon ist Team der Woche und wir können die auch für Coins im Katalog kaufen und deshalb wird hier relativ häufig ein Leihteam auftreten. Also es ist jetzt nur die erste Zeit, bis die ganzen Verträge eben abgelaufen sind. Dann sieht man auch die reellen Teams. Aber da schauen sie halt, dass sie bis da vielleicht ein bisschen Budget rausgearbeitet haben. Und tja. Sehr schön. Geht gut los. Also das ist so ein bisschen die Taktik, wie ich rausgefunden habe bei FIFA. Entweder man versucht es mit guten Fernschüssen, dass man Spiele hat, die einfach alles reinhauen. Oder man sucht die vielen schnellen Pässe. Da kannst du relativ wenig dagegen machen. Und die meisten, gerade hier jetzt noch anfangs, schieben eben mit dem Spieler sofort drauf. Und dann ist immer ein Mann frei. Da findet man den immer. Und dann ist es natürlich schwer, das zu verteidigen. Deshalb bin ich der Fan davon, lieber mit den Zentralen, also mit den Sechsern oder Achtern zu verteidigen. Da geht man nicht in die Gefahr, dass der Spieler von der Abwehrkette rausgezogen wird. Weil das ist ziemlich gefährlich. So, jetzt haben wir hier mal Platz. Nicht gut verteidigt. Na.
Das war Schade. Keine gute Flanke. Klasse Aktion, Ball ist weg. James, da kommt der Schuss. Das wäre jetzt Tolisso. Ah, schade. Kein Tor. Neuer hat ihn. Dachte, vielleicht können wir einen guten Schuss landen, aber ich habe ziemlich zentral gezielt. Ist mir jetzt hier aufgefallen. Bellarabi am Ball. Ah, die wird abgefangen. Juan Fran hat er da hinten rechts. Da ist der Ball weg. Unaufhaltsam. Und jetzt die Chance. Ah, Pausen. Schade. Oh, da mache ich einen Fehler. Den darf ich nicht so aufmachen. Gut, dass Wendell und nicht langsam ist. Sauber vom Ball getrennt hier. Tolisso. Bellarabi am Ball. Ja, da ist Platz jetzt. Weg ist den hätte ich mit Druck spielen müssen. Dann wäre er vielleicht angekommen. Jetzt müssen wir aufpassen. Pistik ist nicht so schnell wie Ronaldo. Aber er macht's nicht gut. Der muss hochkommen. Carrasco. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Yusuf Paulsen. Da brechen wir lieber wieder ab. Suchen den Sicherheitsball. Ah. Hatten wir mal Platz zum Schießen. Aber war etwas zu hoch angesetzt. Egal. Ist nichts passiert. Der ist natürlich gefährlich jetzt. Aber Toprak läuft ihn sauber ab. Und dann ist er da wieder beim Kopfball. Nicht beim Topfball. Ja. Ziemlich klar im Abseits. Yusuf Paulsen. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Gnabry. Ah, hätte ich lieber den Direktball suchen sollen, da wäre Paulsen frei gewesen und anspielbar gewesen. Fängt diesen Ball ab. Der war eigentlich auf Bellarabi außen gedacht. Ja, neun Golan, den hätte ich auch mal gerne in meinem Serie A-Team. Das ist ein richtig geiler Spieler. War auch lange vor der Saison bei Inter im Gespräch, dadurch, dass Spalletti von Rom nach Mailand, nach Inter gegangen ist, war ihm im Gespräch, dass ihm Nainggolan folgt, aber ist leider nichts draus geworden. Hätte ich gerne bei uns gesehen. Suarez. Luis Suarez könnte gefährlich werden. Der Schuss von Suarez. Aranguiz. Und nun Bellarabi. So, tja, irgendwie rücken sie nicht mehr so nach. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Der Ball war scheiße von Tolisso. Luis Suarez am Ball. Cristiano Ronaldo. Und nun Özil. Carrasco. Carrasco mit der Riesenschuss. Ja, da ist nichts. James Rodriguez jetzt. Tolisso. Spielt doch Paulsen an. Ach Mann. Super, Suarez. Aber Piszczek lässt da nichts anbrennen. Sauber gemacht. Cristiano Ronaldo. Carrasco. Die ist gefährlich. Stark, Fährmann, stark. Zu spät, zu spät. Luis Suarez. Suarez jetzt. Na, so nicht. Ball bringt Cristiano Ronaldo.
Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Reingabe. Jetzt müssen wir hier schauen, dass wir hier keine kriegen. Es ist gerade ziemlich gefährlich. Wir kommen nicht wirklich hinten raus. Wird Zeit, dass Halbzeit ist. Bin jetzt hier auch gerade etwas konzentriert. Jawohl, sehr schön, Rames. Aber Gaia ist schneller als Rames. Aber den darf er nicht so aufgeben. Ja, sehr gut. Halbzeit. Meine ich natürlich. Ja, wir führen noch 1-0. Ist okay. Aber wir sollten auf jeden Fall ein zweites Tor nachlegen. Und auch mit dem 2-0 wäre es noch nicht sicher. Ein 2-0 ist immer ein gefährliches Ergebnis. Wenn man nur eine kriegt, ist wieder ganz eng. Wird das eine Torchance? Nainggolan jetzt. Mesut Özil. Joch, Mann, was macht er da? Ich dachte schon, da ist jetzt gerade Godin mit vorne. Was soll denn das? Und dann. Oh, aber der Verteidiger kann den Ball klären, nehme ich mal an. Also meine ich auf jeden Fall. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1-1. Da holt er den Ball zurück. Özil. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Das könnte eine Gelegenheit werden. Da trennt er ihn. Warum mache ich denn da so früh auf? Den darf ich noch nicht aufmachen. Das war einfach. Und er hat den Ball. Jetzt macht er mir hier die Tür auf. Ich könnte locker außen vorbeigehen. Aber in dem Moment war ich schon auf den Doppelpass eingestellt. Und jetzt vielleicht über Rames. Gnabry. Da ist die Reingabe. Ah, Bellarabi kommt nicht an den Kopfball. Wäre jetzt da Paulsen gestanden, der wäre rangekommen. Gaia. So. Jetzt Nainggolan. Wir verschieben ein bisschen, aber es klappt nicht so gut im FIFA. Also die Räume werden nicht so perfekt zugestellt, wie es eigentlich sein sollte. Das ist ein Foul. Was? Für ihn? Da stand er gut und gibt Freistoß. Natürlich war er vor mir am Ball, aber er nimmt mich ja voll um. Ja, was machst du, Chef? Und nun Nainggolan. Özil. Özil könnte abziehen. Starkes Tackling hier. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Sehr gute Passquote. Auch der Ball kommt an. Wenn er mich nicht hält, dann bin ich weg. Das ist einfach eine gelbe Karte. Das ist ein Foul sowas, aber in FIFA ist es egal. Er hat keine Chance, da schneller als ich zu sein. James Rodriguez gehört mit zu den torgefährlichsten Offensivspielern im Moment. Ja, der hat eine überragende Technik, der Kerl. Den kannst du nicht aus dem Spiel nehmen. Da ist natürlich keiner. Abwehr hat aufgepasst. Diego Godin mit gutem Einsatz. Und der Ball wird weitergeleitet. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Da ist die Flanke. Kann ich annehmen, Mann? Warum nehme ich die nicht an? Ja, langer Ball auf Ronaldo. Oh Gott. Ja, die macht er natürlich. Du hast keine Chance, wenn hier, wenn er mal im Tempo drin ist, machst du nichts. Unbedingt ein Tor, wenn sie aufsteigen wollen. Machbar ist das. Macht er den abgezockt, Fuji. Ja, er passt da klasse auf und geht dann genau. Aber mache ich dann auch nicht gut im Verteidigen. Also da muss ich eigentlich mit Piszczek die gelbe Karte nehmen. Da gibt es keine Diskussion. Und dann passiert das Ganze ja auch nicht. Wird's jetzt gefährlich? Tolisso, was machst du denn da? Verstolpert den Ball auf einmal. Der Ball läuft geradeaus. Er läuft hinterher, auf einmal fängt er an zu springen. Karim Bellarabi.
Aber jetzt spiele ich auch gerade nicht gut. Irgendwie läuft es nicht so, wie es sein sollte. Und jetzt gibt es Einwurf. Geier. Özil. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Gnabry. Jetzt müssen Sie aufpassen. Bellarabi am Ball. Tolisso. Und jetzt ein Schuss. Oh. Nee, der Ball geht daneben. Das kann er definitiv besser. Eieiei. Sieht nicht gut aus, sieht nicht gut aus. Gut gemacht, er spielt den Ball per Kopf weiter. Auf Jetzt den kann es Ballern. gefährlich werden. Ey! Der stellt nur einen Fuß Geil. vorne dran. Da wäre Platz für den Konter. Özil. Aber nicht Özil. Özil. Tolle Parade. Die Ecke bringt Ronaldo rein. Ja, da wusste er halt gerade selber nicht, was er machen soll. Einfach mal ein bisschen was gedrückt. Du mit? Sehr gut. Jetzt kommt die Ecke. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Kurz vor Schluss liegen sie mit einem Tor vorne. Das Ja, müsste jetzt ist ja leider Rodriguez. eigentlich schon, da müsste schon viel schief gehen, dass sie das noch aus der Hand geben. Wird das eine Torchance? Nein! Oh, das wird jetzt richtig gefährlich. Eckball. Wir müssen jetzt mal noch Ecke kommt rein. Den Ball faustet er weg. Guter Einsatz. auf. Oh Gott. Der Blick zu Hallo? Noch Oh, da hinten ist noch einer. Wieso kriege ich jetzt den Spieler da unten nicht, verdammt? Und warum läuft er nicht mit? Suarez am Ball könnte gefährlich werden. Suarez, den muss er machen. Wollt er mich jetzt eigentlich verarschen? Gemacht. Jetzt wird's eng. Jetzt wird's richtig eng. Wir spielen da hinten 1 gegen 1 und die beiden oben und unten laufen einfach nicht mit? Na, da sieht's nicht wirklich gut aus. Meine Güte, was ist denn das für eine KI? Unsicher. Und jetzt auch in dieser Szene, Buschi. Ja, die Mannschaft braucht ihn in Topform. Die kann er heute bisher zumindest nicht abrufen. Ja, sorry, muss jetzt mal gesagt werden. Das ist einfach. Ist da Carlo Ancelotti Trainer? Wir haben doch Simeone. Da müsste doch Defensivverhalten auf dem Plan haben. Piszczek. Oh Gott. Ja, das sieht jetzt nicht so geil aus. Aber ist auch krank. Du tackelst hier und Suarez bleibt gerade im Ballbesitz. Macht nichts. Das ist halt, ja, das sind halt 92er Werte, ne? Da machst du nichts mit deinen 80. Aber ich bin kein Fan von Leihspielern. Ich weiß auch nicht. Ich habe jetzt Higuain aufgestellt als Leihspieler, weil wir ihn sowieso haben, was sonst. Natürlich werde ich auch mal noch Henri, den ich als Leihspieler habe, oder beide Ronaldos auflaufen lassen, aber ist jetzt nicht mein Fall. Naja, vorbei, wir haben verloren. Gibt's. Unglücklich. Besonders das dritte Tor regt mich dermaßen auf. Aber ja, ist halt so. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuschaut. Bis zum nächsten Mal.